Hallo, Paraguay Live, ich bin der Pitt und heute beantworte ich euch folgende Frage. Kann man auch als Ausländer Haus bzw. Immobilien in Paraguay erwerben? Also, bleibt dran! Vielen Dank für eure Fragen und heute habe ich mir eine besondere Frage herausgepickt. Da gab es mehr oder weniger sehr viele Anfragen diesbezüglich und zwar, ob man als Ausländer eine Immobilie in Paraguay erwerben kann. Sei es Haus kaufen, sei es gebrauchte Immobilie kaufen, sei es Grundstück kaufen oder sei es Eigentumswohnung erwerben. Das erkläre ich euch ganz kurz zum Thema Fragen und Antworten. Also bleibt dran. Also grundsätzlich, um die Frage schnell zu beantworten, ja. Also jeder Ausländer hat das Recht, eine Immobilie in Paraguay zu erwerben. Es ist grundsätzlich relativ unproblematisch. Viele fragen mich aber, tja, Pete, es ist gut, ganz und gut, aber wie soll ich das machen, wenn ich ja auch kein Spanisch spreche? Ja, und da fangen, ich sage mal, nicht die Probleme an, aber man sollte schon gewisse Sachen beachten. Deshalb sind folgende Punkte wichtig, die ich euch ganz kurz erklären werde. Okay, also bleibt dran. Also, wie gesagt, jetzt in dem Quincho-Büro kann ich mich mehr konzentrieren, hier voll in der Natur, um eure Fragen zu beantworten. Also grundsätzlich zu Immobilienkauf. Klar, es langt vollkommen, ihr habt einen Pass, also einen gültigen Reisepass und geht damit grundsätzlich zum Notar. Was ihr natürlich braucht, ist die Dokumente von dem Grundstück oder grundsätzlich von der Immobilie, also ist wichtig, um den Eigentumsnachweis. Leute, ich wiederhole immer wieder, der Eigentumsnachweis muss da sein, sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht, okay? So, man kann grundsätzlich auf zwei Art und Weise die Immobilie erwerben. Erstmal, ihr kommt hier rüber, was natürlich vorteilhaft ist, begutachtet die Immobilie, sei es Haus, sei es Eigentumswohnung oder Grundstück und lässt den Vertrag oder Vorvertrag am besten anfertigen lassen, vereidigten Dolmetscher dazu ziehen, falls ihr die Sprache nicht beherrscht, das ist schon mal wichtig. Im Zweifelsfall, normalerweise reicht auch eine Person, die euch das schriftlich bestätigt kann, dass ihr, sag ich mal, soweit Spanisch verstanden habt. Aber auf Nummer sicher zu gehen, braucht ihr einen vereidigten Dolmetscher. Und zwar in deutscher Sprache oder auch, wie auch immer, eine andere Sprache, die ihr beherrscht, außer Spanisch. Also das ist schon mal der wichtigste Punkt. Viele haben mich ja gefragt, Pitt, gut, du verstehst Spanisch, aber ich bin frisch, wie soll ich es machen? Deshalb sage ich mal, also, man braucht natürlich Leute, denen man vertrauen kann. Und da gibt es schon gewisse Probleme. Also ich möchte bitte keinen Namen nennen. Ich habe hier in Paraguay genügend kennengelernt, die eben nicht so korrekt arbeiten. Und ihr sollt bitte darüber nachdenken. Und das ist ja mal wichtig. Also, falls ich euch für eine Immobilie entscheidet, solltet ihr erstmal Vertrauen haben an die Person. Das heißt also, die sollte schon lange genug in Paraguay sein. Und am besten eine private Person. Weil da könnt ihr eventuell Ansprüche gelten lassen. Und falls ihr von einer GmbH kauft oder eine Aktiengesellschaft, wie das auch in Deutschland der Fall ist, da gab es schon viele Fälle, auch in Paraguay, nenne ich mal einfach mal so, die
Firma Lüssig ihm nichts auf, was passieren kann, und ihr habt gar nichts. Ihr habt weder einen Titel, noch das Geld, noch das Eigentum. Logisch. Und da fängt das Weinen an. Also macht die Fehler nicht. Grundsätzlich nochmal kurze Zusammenfassung extra für euch und bitte nicht vergessen. So, ich liebe die Natur hier in Paraguay und vor allem hier auf unserem Grundstück. Also, kurze Zusammenfassung. Ja, der Ausländer kann in Paraguay eine Immobilie erwerben. Zweitens, der braucht dazu nur, also nur in Anführungszeichen, den gültigen Reisepass. Drittens, der braucht natürlich auch das Geld. Ja? Am besten, um es problemlos zu erledigen, entweder eine kurze Anzahlung machen und den Rest am besten Cash mitbringen, da gibt es keine Probleme. Weil sonst müsste ich euch erklären, wie man hier Konten anlegt in Paraguay und so fort. Das ist etwas komplizierter, also von daher am besten so zu machen. Aber man kann es natürlich auch das Geld überweisen. So, und die vierte Möglichkeit, ihr sollt auch nicht vergessen, nach dem Eigentumstitel, also sage ich mal, die Dokumente des Grundstückes, des Hauses, die Eigentumswohnung müssen in Ordnung sein. Und das solltet ihr auf jeden Fall überprüfen lassen. Bitte, bitte, bitte. Und die fünfte Möglichkeit, falls ihr kein Spanisch spricht oder, sage ich mal, nicht ausreichend Spanisch beherrscht, am besten den vereidigten Dolmetscher hinzuzuziehen. Ja, also es gibt gar keine Probleme, also in deutscher Sprache gibt es die auch zu Genüge. Man kann sich auch notfalls an die deutsche Botschaft hier in Asunción, also hier in Paraguay, in Asunción wenden und es wird einem sicherlich geholfen. Also lasst euch nicht veräppeln, bitte. Es funktioniert auf jeden Fall und man kann es machen, aber bitte mit Köpfchen, damit ihr später nicht weint. Ich habe wirklich viele Fälle schon gehabt, wo die Leute später zu mir gekommen sind und sind, Abid, kannst du mir helfen? Warum nicht vorher die richtige Entscheidung treffen? Also, ich hoffe, euch damit geholfen zu haben und eure Frage somit beantwortet haben. Und falls ihr weitere Fragen habt bezüglich Immobilien, bitte unten in den Kommentaren, da freue ich mich, euch weiter helfen zu können und bitte erst überlegen und dann kaufen. Ja, also das ist sehr, sehr wichtig, weil keiner von uns hat zu viel Geld. Okay, also bitte vorher nachdenken. Also mach's gut, bleib gesund, immer Likes nach oben und falls ihr Fragen habt, bitte am besten in den Kommentaren und sonst, falls ihr mich anrufen braucht, habt ihr die Telefonnummer auch unten in der Beschreibung. Bitte immer nachlesen und ich freue mich. Und bis zum nächsten Video. Wie gesagt, hier links werde ich euch weitere empfehlenswerte Videos aus unserem YouTube-Kanal Paraguay Life empfehlen. Also, mach's gut. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Danke für eure Zeit.